so hören wir jetzt das Osterevangelium nach dem Evangelist Markus aus dem 16. Kapitel. Als der Sabbat vorüber war, kaufte Maria aus Magdala, Maria, die Mutter des Jakobus, und Salome wohlriechende Öle, um damit zum Grab zu gehen und Jesus zu salben. Am ersten Tag der Woche kamen sie in aller Frühe zum Grab, als eben die Sonne aufging. Sie sagten zueinander: Wer könnte uns den Stein vom Eingang des Grabes wegwälzen? Doch als sie hinblickten, sahen sie, dass der Stein schon weggewälzt war. Er war sehr groß. Sie gingen in das Grab hinein und sahen auf der rechten Seite einen jungen Mann. Er saß dort auf einem Stein mit einem weißen Gewand gekleidet. Da erschraken sie sehr. Er aber sagte zu ihnen: Erschreckt nicht, ihr sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden, er ist nicht hier. Seht, da ist die Stelle, wo man ihn hingelegt hatte. Nun aber geht und sagt seinen Jüngern, vor allem Petrus: Er geht euch voraus nach Galiläa. Dort werdet ihr ihn sehen, wie er es euch gesagt hat. Da verließen sie das Grab und flohen, denn Schrecken und Entsetzen hatte sie gepackt. Und sie sagten niemand etwas davon, denn sie fürchteten sich. Als Jesus am frühen Morgen des ersten Wochentages auferstanden war, erschien er zuerst Maria aus Magdala, aus der er 7 Dämonen ausgetrieben hatte. Sie gingen und berichteten es denen, die mit ihm zusammen gewesen waren, und die nun klagten und weinten. Als sie hörten, er lebe und sei von ihr gesehen worden, glaubten sie es nicht. Darauf erschien er in einer anderen Gestalt zweien von ihnen, als sie unterwegs waren und aufs Land gehen wollten. Auch sie gingen und berichteten es den anderen, und auch ihnen glaubte man nicht. Später erschien Jesus auch den 11, als sie bei Tisch waren. Er tadelte ihren Unglauben und ihre Verstocktheit, weil sie denen nicht glaubten, die ihn nach seiner Auferstehung gesehen hatten. Dann sagte er zu ihnen: Geht hinaus in die ganze Welt und verkündet das Evangelium allen Geschöpfen. Osterbotschaft heute für uns. Amen. Als Antwort auf das Evangelium singen wir den Lied 485. Hier auferstandener sei der Lobgesang. Thank you.
Wer es glaubt, wird selig. Mit dieser Haltung begegnen viele kritische Menschen heute vielleicht an den christlichen Ostern. Sie fragen, an eine solche Botschaft soll ich glauben? Ein Mensch, der wieder lebendig geworden ist. Wer es glaubt, wird selig. Wenn das so einfach wäre. Aber wir haben im Osterevangelium gehört, die Jüngerinnen und Jünger, wo sie haben gemerkt, dass das Grab leer ist, da sind sie nicht gerade in Freude ausgebrochen. Sie mussten sich zuerst sammeln und überlegen, was das zu bedeuten hat. Sie haben nicht einfach geglaubt, und jetzt ist es gut. Und wir sehen so heute in unserem Gottesdienst, wer es glaubt, wird selig. Das ist nicht unbedingt der richtige Satz für das Christentum. Weil Glauben, die innere Haltung, das ist das eine. Aber mit der Taufe von David und nachher mit dem Abendmahl, das wir feiern, merken wir, es geht mehr als um bloße Überzeugungen. Das Christentum ist eine Mitmachreligion. Es geht um das Anpacken und das Mitmachen. So wie auch unsere Geschwister, unsere Leute, die heute Morgen in der Osterfrühfeier unterwegs waren, die wir morgen aufstehen um 5 Uhr und dann den Weg machen. Christentum ist nicht da sitzen und sagen, ich glaube schon dran, sondern es ist etwas in Bewegung gekommen. Und so können wir an diesem Ostersonntag bedauern haben, dass wir so viele Passivmitglieder haben in der Kirche. Sie tun uns zwar ideell und finanziell mittragen, aber eben der Glaube muss in die Tat umgesetzt werden. Heute tun wir miteinander beten, wir tun singen, wir tun miteinander reden vor und nach dem Gottesdienst, sind miteinander verbunden, vielleicht auch von weiter herkommen von der Dorffamilie und verbringen heute einen Tag miteinander. Verbunden miteinander, aber auch mit Gott, das Leben anpacken, ihm die Treue halten, das ist das, was im Christentum zählt. Man kann sagen, wer es glaubt und macht, wird selig. Oder ich würde vielmehr sagen, wer einmal das Zusammensein mit Gott erlebt hat, wer die Nähe von Gott schon mal gespürt hat, gemerkt hat, ich bin nicht allein auf dieser Welt, einer ist mir vorausgegangen, in Freude und Leid, der kann sich neu auf Gott ausrichten. Für mich ist Geborgenheit ein wichtiger Teil des Glaubenslebens. Geborgenheit, die ja dir und David auch geben können, liebe Eltern. Geborgenheit, die für Kinder so wichtig ist, dass sie lernen, vertrauen und merken auf den Menschen, auf die Mutter, auf den Vater, auf die Gott, auf den Götti oder auf die Grossmutter oder Urgroßmutter kann ich zählen. Dann können sie auch Vertrauen auf Gott fassen. Ostern fordert auch die Jüngerinnen und Jünger raus. Jesus hat den Jüngern gesagt, bevor er ist verhaftet wurde, im Garten Gethsemane, ihr werdet alle an mir Anstoß nehmen und zu Fall kommen. Denn in der Schrift steht, ich werde den Hirten erschlagen, dann werden sich die Schafe zerstreuen. Aber nach meiner Auferstehung werde ich euch nach Galiläa vorausgehen. Jesus tut nicht einfach alles in Ordnung und kommt zu den Jüngerinnen und Jüngern zurück und sagt, ich habe es jetzt gemacht, es ist erledigt, ihr könnt nicht zurücklehnen. Wir haben es gehört. Er sagt, geht in die ganze Welt und erzählt die gute Nachricht. Die gute Nachricht, die nicht aufgehalten werden kann, von Petrus, wo Jesus dreimal verleugnet hat, noch der Verrat von Judas, noch die Abwesenheit von den Jüngern am Kreuz. Nichts kann die Botschaft aushalten. Und vielleicht löst gerade das Bestürzung aus bei den Frauen am Grab. Sie merken, oh, der Gott, der macht ernst. Er sagt, geh auf den Weg, komm mit. Er ist auferstanden und ist uns vorausgegangen. Und wir sollen ihm hinterher nachgehen, in seinen Spuren leben.
Komm mit mir, es wird ernst, dort wird Jesus Gehör sagen an diesem Ostermorgen. Und so ist Christsein eben mehr als Fernsehen schauen oder an etwas glauben. Wenn ich im Fernsehen eine Sendung habe, aber nicht gefällt, kann ich einfach umschalten oder abstellen. Hingegen der Weg, wo Jesus gegangen ist, wo das Leiden einschließt, wo aber auch die Auferstehungskraft dazugehört, da kann ich nicht einfach umschalten, da muss ich dranbleiben, wie vielleicht manchmal durchbeissen. Aber ich kann damit rechnen, dass Gott zu mir kommt. Er sagt den Jüngern, ich gehe nach voraus nach Galiläa. Und Galiläa ist ja der Ort, wo die meisten herkommen. Die Fischer, die Gesetzeslehrer, die Schriftgelehrten, die Pharisäer, die sich Jesus angeschlossen haben. Die meisten kommen aus Galiläa. Wir können sagen, Galiläa steht für unseren Alltag. Für den, wo wir am Ende wieder daran müssen, jeweils. Unser Alltag von unseren Widersprüchen und Widerwärtigkeiten im täglichen Leben, der soll das Göttliche aufleuchten von der Auferstehung. Wer es glaubt, wird selig, ist also nur der Hauptteil von der Geschichte. Geht nach Galiläa, ihr müsst eure Hoffnung nicht verlieren. Der, der Vorurteile sind, magere Hoffnungen und billige Kompromisse zu sehen sind, sie sind nicht das Letzte. Der Stein ist vom Graben weggewälzt. Das Osterlicht leuchtet und es sagt euch im Alltag, wo vielleicht vieles dunkel ist und der Weg nicht ganz siehst, Gott sagt, ich komme mit dir. Er geht euch voraus nach Galiläa, dort werdet ihr ihn sehen, wie er es euch gesagt hat. Ihr werdet ihn sehen und ihm begegnen in den Gebeugten, in den Unterdrückten, Kranken und Verachteten, den Arbeitslosen und den Gefangenen. Wer also auf Gottes Präsenz vertraut, gerade der, wo wir immer schon dran waren, in Galiläa, im Alltag, wer ohne Angst auf Menschen zugeht, wer sein Kind Gott anvertraut, wer miteinander das Brot teilt, der ist auf dem Weg. Er ist dran und macht etwas mit Gott. Das ist mehr als nur Glauben. Es ist der Glaube in Tat umsetzen. Und so fragt uns der auferstandene Christus heute Morgen, kannst du deine Lebensangst ablegen und jeden Tag neu mit dem Auferstandenen leben? Bist du bereit, umfassend zu lieben und bedingungslos, auch wenn es mal schwierig wird? Weil der Tod ist überwunden, das ewige Leben ist uns geschenkt. Christus ist auferstanden, er ist wahrhaft auferstanden. Halleluja.
Fürbittengebet, dass Gott ein Osterlied die Welt erfülle. Wir beten zusammen. Du guter Gott, hast die Welt mit neuen Osterlied erscheinen. Wir bitten dich um deine belebende Kraft für uns und unsere Erde. Jesus Christus, du bist aus der Nacht ins Licht gekommen. Schick dein Osterlied an den Menschen, die von Sinnlosigkeit, Depression oder Verzweiflung bedrückt werden. Du, Gott, versöhnst Menschen mit dir. Schenk Ermutigung und Frieden in den Ländern, die von Krieg heimgesucht werden. Aber gib auch Frieden in unseren Familien und Gemeinschaften mit unseren kleinen und grösseren Konflikten. Lieber der Gott, wir blicken in Zukunft und bitten dich, stärke unseren Glauben und unser Vertrauen in dein Wirken hier und heute. Zeige uns, wie wir in deinem Geist leben können. Du wirst für die Armen und für die Machtlosen sorgen. Deine Propheten werden gegen die Ungerechtigkeiten angerechnet. Und dein Volk wird sich in der Liebe umarmen. Wir bitten dich, dass deine Kirche eher mutig als vorsichtig wird sein. Dass die Kirche nicht wird schweigen, wenn Menschen leiden. Dass die Kirche nicht wird auf der Seite der Mächtigen sein, wenn der ausgebeutet und geschädigt wird. In Gemeinschaft mit dem Ökumenischen Rat der Kirchen beten wir für die Menschen und Kirchen in Bulgarien, in Ungarn und in Rumänien. Wir preisen dich, Jesus Christus, du verstandener Herr. Du machst alle Sachen neu auf dieser Welt und belebst sie mit deinem österlichen Geist. Amen. Jetzt bauen wir hier vorne umbauen, dass wir Platz haben für das Abendmahl. Bevor der Jesus ist verhaftet worden und gekreuzigt worden, hat er mit seinen Freundinnen und Freunden, mit den Jüngern noch Brot und Traubensaft und Wein getrunken und hat so gesagt, auch wenn jetzt Schlimmes auf dich zukommt, wir bleiben doch verbunden durch die dunkle Nacht durch. Wenn wir miteinander die guten Gaben von Brot und Traubensaft und Wein teilen, erinnere ich mich daran, dass beim Brot jedes einzelne Ähre mal auf dem Feld draussen gewachsen ist, als einzelne Ähre vom Bauer gemäht worden ist und in der Mühle zum Mehl verarbeitet ist worden und zum Teig geknetet, wo wir jetzt miteinander das Brot können teilen. So wie die Körner einmal ganz verstreut auf den Feldern gewachsen sind, so sind wir auch mal gewachsen und zusammengekommen in der Gemeinschaft von Gott. Er führt uns an seinen Tisch zusammenführen und schenkt uns eine Wegzehrung auf unserem weiteren Lebensweg. Alle, die die Gemeinschaft suchen und sich von Gott stärken lassen, sind herzlich eingeladen, am Abendmahl ins Teil zu nehmen. Wir sind als Einstimmung auf das Abendmahl von dem Lied, das wir schon gesungen haben, 271, die beiden Strophen, die eben zum Abendmahl passen, 271, 5 und 6. Thank you.
Korintherbrief, wo Jesus das Abendmahl gefeiert hat. In jener Nacht, bevor Jesus verraten wurde, war er mit seinen Jüngern zusammen. Er nahm das Brot, dankte, brach es und gab es seinen Jüngern und sprach: Nehmt und esst alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Das tut zu meinem Gedächtnis. Ebenso nahm er den Kelch nach dem Mahl, dankte wiederum Gott, gab ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmt und trinkt alle daraus. Dieser Kelch ist der neue Bund durch mein Sterben, das Zeichen der Freundschaft zwischen Gott und allen Menschen. Tut dies und erinnert euch an mich. So erheben wir unser Herz, unseren Geist zu Gott, der uns entgegenkommt im Abendmahl. Und wir tun das Lobgebet, das wir jetzt beten, mit dem Lied 234 abschließen. Heiliger grosser Gott, das tun wir dann dreimal singen. So erheben wir unseren Geist und unser Herz zu dir, O Gott, denn dir gebührt unser Dienst und unsere Freude. Dir, ewiger Gott, danken wir. Zu allen Zeiten bist du zu loben, besonders an diesem Ostermorgen, mit Jubel zu preisen. Du überwindest die alte Ordnung der Welt und wächst deine Schöpfung zu neuem Leben. Du überwindest den Untergang durch Sünde und Tod und wächst Christus aus auf dem Grab. Du überwindest die Angst der verstörten Jünger und wächst in ihnen österliche Freude. Du überwindest den Zweifel, der uns lähmt, und wächst den Glauben, der vertrauen kann. Darum singen wir mit deiner ganzen Schöpfung, darum stehen wir in der Schar derer, die dich bezeugen seit Anbeginn der Welt. Darum stimmen wir ein in das Lob deiner Herrlichkeit und bekennen mit allen deinen Engeln ohne Ende: Heiliger, großer Gott. Wir singen jetzt hier 234 aus Lob mit. So, die wir miteinander feiern. Und ich bitte noch das Rehmi Ekima Zingristin, die uns beim Abendmahl hilft, und Ruth Burti vom Kirchenvorstand, für das Abendmahl vorzukommen. Wir beten euch und werden das Gebet mit dem Feinsamen unser Vater abschließen. Ich bitte euch dazu aufzustehen, wenn es möglich ist. Barmherziger Gott, wir haben alles bereit gemacht, aber wir brauchen dich. Du bist die Hauptsache, Jesus. Du hast uns eingeladen zu deinem Fest. Wir kommen zu dir, wir haben Hunger und Durst. Wir sehen dich nicht, aber wir möchten dich spüren. Schick uns die Heilige Geist ins Herz, so bist du bei uns präsent im Abendmahl. Und so beten wir so, wie du es uns gelehrt hast. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe,
wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in die Ewigkeit. Amen. Bevor wir euch geben können, für wir empfangen, dass wir weitergeben können. Weil nur wer sich selber stärken lässt, kann andere mit Kraft unterstützen und ihnen weitergeben. Wir sind jetzt alle eingeladen, für uns mal bei mir das Brot zu empfangen und dann die auch ein über den Mund essen. Wie im Kelch oder eben wie im kleinen Becher. Und auf der rechten Seite ist der Traubensaft, der kleine Becher und dann auch der Kelch im Vreni. Dann würden wir hier auf der Ordnungsseite anfangen. Dann geht es hier vorne, dann geht es gegen die Finger und dann hier werden wir am Schluss machen. So kommt und steckt. Wie gut Gott ist. Amen.
Beten. Du hast uns eingeladen, lieber Gott. Wir sind gekommen und haben geteilt, was du uns schenkst. Die Grossen und die Kleinen, wir alle sind zusammen zu dir gekommen. Wir haben deine Liebe gespürt, Jesus, zu danken dir. Wir haben gehört und wollen weiterverzählen. Du hast uns vergeben, wir wollen auch anderen vergeben. Du schenkst uns Gemeinschaft mit dir. Wir wollen Gemeinschaft untereinander suchen und stärken. Hab Dank für alles Gute. Amen. Wir kommen ans Ende vom Gottesdienst. Danke allen Mitwirkenden. Für Paulina Markarian, sie hat georgelt. Merci vielmals dir heute. Und die Kollekte, die wir am Ausgang zusammenlegen, die ist bestimmt für das Projekt Tansania lächelt. Das ist ein Verein, der in Walwil im Kanton Zug daheim ist. Und der tut Waisenkinder in Tansania, in Ostafrika unterstützen. Unabhängig von ihrer Herkunft, Schulbildung. Tut er möglich vor allem den Mädchen, Unterstützung für junge Mütter gibt er, eben, die im Schulalter schon schwanger werden, dass sie doch eine Lebensperspektive haben und einen Ort, wo sie sein können. Der Verein tut alle Verwaltungskosten tragen und die Organisation so, dass jede Gabe direkt nach Tansania zu den Jugendlichen fließt. Vielen Dank für eure Gabe, für das Projekt Tansania lächelt, für die Jugend in Tansania, für junge Mütter und Mädchen und Waisenkinder in Tansania. Das singen wir zum Schluss noch das Osterlied 480, O herrlichen Tag, O fröhlichen Zeit. Ich bitte euch dazu noch, um zum Segen dann nachher wieder auf, lieber zu stehen, zum Lied aufstehen, nachher beim Segen noch lieber zu stehen. Thank you.
einen ganz schönen Ostersonntag und noch einen Ostermäntag und eine ganz schöne österliche Freudenzeit. Es dauert ja bis zur Auffahrt, bis Christi Himmelfahrt, wo die Osterfreude soll gefeiert sein. Eine Tauffamilie wünsche ich einen ganz schönen Tauftag und dass ihr auch noch ein bisschen gut miteinander zusammen sein und es geniessen mit dem David zusammen und allen. So geht im Frieden mit Gott, der auferstandene Christus kommt euch entgegen. Er ist in Galiläa, in eurem Alltag, in eurem Märchen zu finden. Christus ist auferstanden, er ist wahrhaft auferstanden. Halleluja! Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr wende dir sein Angesicht zu und schenke dir Frieden. Amen. Schöne Ostern, euch allen, die zugeschaut haben. Gute Nacht Gott, alles Gute.